Severus Snape und Minerva McGonagall sind beide sehr starke Hexen und Zauberer in der Welt der Zauberei. Aber wer von beiden ist eigentlich mächtiger und würde in einem Kampf gewinnen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Ich plane in der nächsten Zeit öfter Videos zu machen, die die Machtverhältnisse in der Zaubererwelt etwas deutlicher erklären und Figuren aus dem Universum vergleichen. Diese Vergleiche umfassen ehemalige Mitglieder der Hogwarts-Häuser, Auroren, Mitglieder des Ordens des Phönix und sogar Todesser. Da die Ranglisten der Macht sehr subjektiv sind, werden viele dieser Videos Gegenstand einiger Kontroversen werden. Jeder Harry Potter-Fan hat zweifellos seine eigene Meinung darüber, welche Hexen und Zauberer mächtiger sind als andere. Ein besonders häufig diskutierter Vergleich in den Kommentaren war der zwischen Hogwarts Zaubertränkeprofessor Severus Snape und Hogwarts Verwandlungsprofessorin Minerva McGonagall. Zunächst sei gesagt, dass sowohl Snape als auch McGonagall wesentlich mächtiger sind als die durchschnittliche Hexe oder der durchschnittliche Zauberer. Beide sind in ihren jeweiligen Disziplinen die Besten und verfügen über ein Maß an Macht, das die große Mehrheit der Zauberer nicht erreicht und niemals erreichen wird. Sie sind also beide unglaublich mächtig. Aber wer von beiden ist mächtiger? In diesem Video werde ich genau diese Frage beantworten. Wer ist mächtiger, McGonagall oder Snape? Um sie besser vergleichen zu können, werfen wir einen kurzen Blick auf die Geschichte der beiden, um Hinweise darauf zu finden. Beginnen wir chronologisch mit Minerva McGonagall, die mindestens 25 Jahre älter ist als der scheinbar im Vergleich junge Snape. Das genaue Geburtsjahr von Minerva McGonagall ist unbestimmt, vor allem wegen eines Fehlers im Fantastischen Tierwesen-Film, der eine 20-jährige McGonagall zeigt, die in den 1920er Jahren in Hogwarts unterrichtet. Glücklicherweise wissen wir aber so ziemlich alles andere über sie. Minerva McGonagall, geboren als Tochter der Hexe Isabel Ross und des Muggels Robert McGonagall, stammte aus Schottland. Schon in jungen Jahren zeigte McGonagall erste Anzeichen ihrer magischen Fähigkeiten. Sie konnte Spielzeug zu sich herbeirufen und die Familienkatze mit Befehlen steuern. Für manche Hexen und Zauberer dauert es einige Zeit, bis sie solche Fähigkeiten entwickeln, aber bei McGonagall geschah dies fast augenblicklich. Viele Jahre lang hatte ihr Vater keine Ahnung, dass seine Frau und Minervas Mutter eine Hexe war, aber als Minerva früh Anzeichen von Magie zeigte, musste sie sich dann outen. Als McGonagall alt genug war, besuchte sie die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Dort hob sie sich schnell von ihren Mitschülern ab, da sie sofort eine angeborene magische Begabung zeigte und im Zaubern glänzte. Während ihrer Schulzeit war sie die leistungsstärkste Schülerin ihres Jahrgangs und zeigte eine besondere Vorliebe für Verwandlung, eine besonders komplexe Form der Magie. Nach ihrem Abschluss sah ihre Zukunft rosig aus, da sie aufgrund ihrer beeindruckenden Leistungen ein Stellenangebot im Zaubereiministerium erhielt. Nachdem sie einige Zeit lang zu Hause war, nahm McGonagall die Stelle im Ministerium in der Abteilung für magische Strafverfolgung an und beeindruckte alle ähnlich wie in ihrer Schulzeit. Obwohl ihre Arbeit recht gut lief, beschloss sie schließlich, dass sie näher an ihrem Zuhause sein wollte, was dazu führte, dass sie sich an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei bewarb. Fast sofort wurde McGonagall eine Stelle in der Abteilung für Verwandlung angeboten. Später wurde sie Leiterin der Abteilung, aber zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie unter dem damaligen Leiter Albus Dumbledore. Da Dumbledore einer der mächtigsten Zauberer aller Zeiten und besonders begabt in der Verwandlung war, muss es eine wertvolle Erfahrung für sie gewesen sein, unter ihm zu arbeiten und ihre Fähigkeiten zu schärfen und auf ein völlig neues Level zu bringen. Kommen wir nun mal zu Severus Snape. Severus Snape wuchs wie McGonagall mit einem Muggel- und einem Zauberer-Elternteil auf. Am 9. Januar 1960 wurde er als Sohn einer Hexe, Eileen Prince, und des Muggelvaters Tobias Snape im kleinen Muggelstädtchen Spinner's End geboren. Spinner's End lag ganz in der Nähe der Stadt Cokeworth, wo Snape später Lily Evans kennenlernte, ein Mädchen, in das er sich recht schnell verliebte. In ihrer Jugend waren die beiden unzertrennlich und verbrachten viel Zeit miteinander, bevor sie ihre Reise zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antraten. 1971 war das Jahr, in dem sie sich nach Hogwarts begaben und es sollte die Zeit ihres Lebens werden, dachten sie jedenfalls. In Wirklichkeit aber markierte dieses Jahr den Beginn von Snapes Tragödie, als er und Lily in verschiedene Häuser eingeteilt wurden. Snape kam nach Slytherin und Lily nach Gryffindor, was sofort eine Kluft zwischen ihnen schuf. Zu allem Überfluss wurde auch Lillys späterer Ehemann James Potter nach Gryffindor eingeteilt und zufällig war er Severus Snapes größter Tyrann in der Schule. Snape hatte nicht nur einen Tyrannen, sondern gleich vier, die Rumtreiber,
Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew und James Potter, und sie machten ihm das Leben zur Hölle. Das ständige Mobbing trieb Snape unaufhaltsam auf einen düsteren Pfad, der nicht seinem eigentlichen Wesen entsprach, denn von Natur aus war er der mächtigste Zauberer seines Jahrgangs. Bereits vor seiner Zeit in Hogwarts war Snape ein leidenschaftlicher Zauberkünstler, der neue Zaubersprüche lernte und beherrschte, ohne formale Ausbildung zu haben. Er wusste wahrscheinlich mehr als die meisten Absolventen in Hogwarts. Ein Zitat von Sirius unterstreicht dies. Snape kannte bei seiner Einschulung mehr Flüche als die Hälfte der Schüler im 7. Schuljahr. Die Rumtreiber hätten also nichts mit einem mächtigen Zauberer wie Snape machen sollen, außer ihn nicht zu schikanieren, was dazu führte, dass er sich den dunklen Künsten zuwandte. Snapes Verwicklung in die dunklen Künste war für niemanden gut, vor allem aufgrund seines außergewöhnlichen Talents. In der Schule zeichnete er sich in allen Fächern aus, bestand alle Tests mit Bravour und widmete jede freie Minute dem Selbststudium. Seine Zukunft versprach viel, und während er in Hogwarts die Grundlagen lernte, kritzelte er in sein Notizbuch und entwickelte eigene Flüche, Zaubersprüche und Tränke. Unter dem Pseudonym der Halbblutprinz verfasste Snape sogar seine eigene Version des Zaubertränke-Lehrbuchs, und die von ihm geschaffenen Zaubersprüche übertrafen das, was andere in seinem Alter jemals erreicht hätten. Snapes natürliches Talent, sein unersättlicher Wissensdurst und seine Bereitschaft, selbst die dunkelsten Formen der Magie zu studieren, machten ihn zu einem der mächtigsten Absolventen von Hogwarts. Wenn wir den Bildungsweg und die Karriere von Snape und McGonagall betrachten, waren beide beeindruckende Schüler mit außergewöhnlichen, angeborenen magischen Fähigkeiten. Beide nahmen die Magie ernst und zeigten Fleiß, doch der entscheidende Unterschied lag in den Pfaden, die sie nach der Schule einschlugen. McGonagall nahm eine angesehene Stelle im Ministerium an, die planbare Arbeitszeiten und Stabilität bot, während Snape voller Wut und Rachedurst die Schule verließ. Beide waren äußerst talentiert, aber wer von beiden war stärker? In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes sehen wir Snape und McGonagall tatsächlich im Duell miteinander. Der Film zeigt, dass es zu einem Unentschieden kommt und keiner von beiden gewinnt. Snape zieht sich zurück, was den Eindruck erweckt, er habe verloren. Tatsächlich war er jedoch weiterhin als Doppelagent tätig und kaum jemand wusste, dass Snape zu den Guten gehörte. Als McGonagall begann, Snape anzugreifen, wehrte er sich nur mit der nötigen Kraftanstrengung, ohne sie wirklich besiegen zu wollen. Viele interpretierten dies fälschlicherweise als Sieg für McGonagall, doch Snape hielt sich zurück und bewahrte seine Tarnung. McGonagall war eine herausragende Hexe mit umfangreichem Wissen über Magie und vielfältigen Fähigkeiten. Aber dennoch glaube ich, dass Snape McGonagall in vielen Bereichen der Magie übertraf, insbesondere im Streben nach Macht und im Erkunden verschiedener Aspekte der Zauberei. Snape hatte etwas zu beweisen und trieb sich selbst an seine Grenzen, während McGonagall sich auf ihre etablierten Fähigkeiten stützte. Ich glaube fest daran, dass Snape in Bezug auf die Macht der Hexen und Zauberer seiner Zeit vielleicht nur hinter Dumbledore und Voldemort und Grindelwald vielleicht stand. Sein Tod im Alter von nur 38 Jahren lässt uns nur erahnen, was er erreicht hätte, wenn er eine so lange Lebensgeschichte wie Dumbledore gehabt hätte. Und das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich für Snape entschieden anstatt für McGonagall. Das mag einige von euch vielleicht erschüttern, aber Snape war durchaus der mächtigere Zauberer von beiden, jedenfalls wenn es zu einem Kampf gekommen wäre. Was haltet ihr davon? Wer glaubt ihr, wäre der mächtigere von beiden gewesen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne auch in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.